Geil, na da kennen wir uns doch aus, oder? Mit Jugendwörtern sind wir groß geworden. Ich bims. Oh mein Gott, das OMG, das hört man jetzt aber schon nimmer so viel, finde ich. Ja. Also meine Tochter ist 17, ja, ich habe das alles noch voll drinnen. Meine Tochter sagt, währenddem sie irgendwas erzählt, und da habe ich mir gedacht, ja lol. Ich musste aber nachfragen, was das bedeutet, und das Laugh out loud, stimmt das? Laughing out loud, ja genau. Okay. Kawaii habe ich noch nie gehört. Soll ich auflösen, was bitte Kawaii gerne bedeutet? Kawaii ist süß, es kommt aus dem Japanischen. Kawaii? Ja. Ach wirklich? Okay. Das ist so kawaii. Ich finde YouTube fantastisch. Ich gebe ja so ab und an Beatbox-Workshops und habe das alles für mich selbst entdecken müssen. Und die Jugendlichen heute schauen auf YouTube und checken sie das aus und sagen so. Ist Vorteil, aber auch Nachteil. Sonst hast du ausprobiert und hast dein eigenes gefunden. Ich habe eine Zeit lang auch, ich weiß nicht, was das war, wahrscheinlich das David Bowie Androgynphase gehabt. Mit Augenbrauen zupfen und schminken und so. Wo hast du das denn gelernt, wenn es kein YouTube gab? Das haben wir uns alles noch selbst beigebracht. Wahnsinn. Dementsprechend hat es auch oft sehr schlecht ausgesehen. Ich bin einmal in die Schule gegangen mit einem groß karierten Hosenanzug und so einer Chiffonmasche in rosa. Frag mich nicht, was ich da gesehen habe. War das eine Form von Protest? Irgendwie ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau gegen was. Da ist noch ein schönes Plätzchen. Früher hat man gesagt, ich bin Punk, heute sagt man, ich bin Veganer. Voll! Die Jugendbewegung von heute. Aber es ist auch ein Thema, über das man sich identifizieren kann. Man kategorisiert sich zwar ein bisschen selber, aber so wie man auch wahrgenommen werden. Go vegan. Go vegan. Mein größter Protest war eine rote Mege. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Sehr schön. Wir haben mit 16 machen lassen, meine Mutter war aus dem Häuschen. Und ein Frenzel habe ich mir selber gestochen. Ja. Die Pille ist ja jetzt gerade richtig im Absteigen. Also alle, die ich kenne, sind Thema Antipille. Also so wichtig sie damals war. Ja. Ne? Deswegen, aber es gibt da heute ganz viele Alternativen. Ich zum Beispiel mag Hashtags nicht. Warum? Wenn Leute sagen, love my job. Hashtag, dann kriege ich sofort ein Follow. Wirklich? Da bin ich namenlos. Das war ja mein Traum. Ich habe so ein Puch Maxi gehabt. Wirklich? Boah, das ist eine schöne alte. Nein, ist kein Touchscreen, oder? Ach, schade. Ich wollte nur zeigen, dass ich schon Touchscreen kenne. Wurdest du schon repostet? Von Eagles nicht, aber generell schon unter den generell wurde ich auch schon repostet. Das ist nicht. Aber halt ohne Hashtag, einfach so. Einfach so? Ja, crazy. Dann bist du ja eigentlich der richtige Influencer von uns zwei. Man kennt dich dann das nämlich auch ohne. Das lasse ich mal so stehen, liebe Menschen hier an dieser Stelle. Okay.